Ersten vielleicht ins Auge fällt, sind, dass hier in diesem Plan andere Linienstärken eingestellt sind, als diese sonst üblicherweise verwendet werden. Sie können die Linienstärken von Wandkanten, aber auch von Fensteröffnungskanten einstellen unter Ansicht, Ansichtsoption, Darstellung der Wände, einmal für die Wandkanten und einmal für die Öffnungskanten. Wenn Sie hier eine Wandstärke einstellen, größer als 0,35 mm, dann wirkt sich das natürlich auf den Grundriss entsprechend aus oder auch auf den Schnitt. Alternativ gibt es die Möglichkeit, unter Ansicht eine sogenannte Haarliniendarstellung einzuschalten. Die Haarliniendarstellung entspricht immer 0,35 mm Linienstärke und ist für die Darstellung auf dem Bildschirm die etwas angenehmere Darstellung. Also Ansicht, Haarliniendarstellung ein- und ausschalten, wirkt sich, wie gesagt, auch auf den Grundriss aus.